wird der Todesengel sterben. Wie heißt der Todesengel auf Arabisch? Malak al-Maut. Schaban ist wieder da. Alhamdulillah. Also Malak al-Maut hat dich noch nicht genommen, wenn du hier bist. Möge Allah uns allen ein gutes Ende geben. Wie nennt man ihn fälschlicherweise? Richtig. Und dieser Name ist von Israeliyat. Dieser Name ist nicht authentisch, sondern wir sagen das, was Allah Azza wa Jal im Koran sagt. Malak al-Maut selber, der Todesengel, er ist dafür da, er hat die Aufgabe, die Seelen von den Menschen zu nehmen. Das ist seine Aufgabe. Und so wird er es tun, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihm befohlen hat. Aber wird er selber sterben? Diese Angelegenheit ist zwar nicht mit einem klaren Beweis versehen, aber mit einem allgemeinen Beweis, wo die meisten Gelehrten darunter verstanden haben, dass er auch sterben wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ar-Rahman, Kullu man alayha fan. Alles auf ihr wird sterben. Und mit alles ist alles gemeint. Und in Surat Az-Zumar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wa nufiha fi sur, fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa ما أو من؟ من؟ انظر شاء الله. إلا ما شاء الله ما شاء الله أو إلا من شاء الله إلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن Und wenn dann in das Horn geblasen wird, wird alles zwischen Himmel und Erde, Sa'iqa hier, bedeutet entweder bewusstlos oder sterben. Das heißt, die Leute werden zusammenbrechen, in Ohnmacht fallen. Und dieses sagt Allah Azza wa Jalla sowohl über die Himmelsbewohner als auch über die Erdenbewohner. Außer den Allah Azza wa Jalla will, so gibt es viele Erklärungen der Gelehrten, wen Allah Subhanahu wa Ta'ala hier als Ausnahme nimmt, wen Allah Subhanahu wa Ta'ala hier zur Ausnahme macht. Aber Wallahu Ta'ala ala wa alam, nach Ansicht der meisten Gelehrten wird Malak al-Maut, der Todesengel, sterben. Wallahu Ta'ala ala wa alam. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا